Hey Leute, hier sind Robin und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt es ein neues Top 5 und zwar die Top 5 Unlegend Trickshots. Was wir damit genau meinen, werdet ihr dann gleich sehen, aber bevor wir damit starten, erklärt Benny, was wir beim nächsten Mal dann sehen wollen. Genau, beim nächsten Mal kommen dann die richtigen Trickshots, also ihr habt weiterhin die Möglichkeit, eure Trickshots von allen möglichen Call of Duties einzusenden. Und ja, wie immer, Link ist in der Videobeschreibung, der erste Link, sendet uns dann den Clip einfach rein und vielleicht ist er beim nächsten Mal dabei, die Leute sind wie immer auch in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde sagen, wir starten heute mal mit den Top 5 Unlegend Trickshots, da werdet ihr was sehen, was ihr vielleicht noch nicht so oft gesehen habt und ja, hoppla, let's go. Okay, auf dem fünften Platz haben wir einen Trickshot auf der Map Downturn, die sind am Arsch der Map, out of Map, irgendwo auf einem Gebäude rum, keine Ahnung wie die da hochgekommen sind, mit irgendeinem Glitch auf jeden Fall und der macht da einfach, keine Ahnung, ich glaube 5 Drehungen, weil was, ein Trickshot, was weiß ich, Mann, ey, das ist, sowas sieht man nicht jeden Tag, keine Ahnung wie man sowas beschreiben soll, aber es ist einfach sowas, was man, ich weiß es nicht, es ist irgendetwas einfach, es ist unlegend, Ende nie. Ja. Wir haben uns gedacht, wir hauen einfach heute mal solche Clips raus. Ihr werdet noch viel krasseren Scheiß sehen. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt den vierten Platz. Genau, auf dem vierten Platz. Der Typ hat natürlich gleich mal die Moab locker erreicht. Ist aber eigentlich, glaube ich, in 1 gegen 1. Macht hier einen Raketenwerfer 360 Sniper Trickshot auf Doom. Und die stehen hier irgendwo. Keine Ahnung wo, aber sie steht irgendwo. Ich sehe nicht mal einen Gegner, aber ja, sie betrachten die Küste. Auf jeden Fall Legend, da kommt man im... ja, normalen Spiel hin, wenn man die Map sucht und da kann man auf jeden Fall dahin laufen und dann diesen geilen Trickshot machen, easy, locker, flockig und krass auf jeden Fall. Easy! Ich weiß nicht easy. Mal, wie die Map heißt, weil er so weit weg ist von der Map, aber... ich auch nicht. Juckt ihn ja nicht, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Platz. Der Typ hat natürlich auch wieder seine Moab erreicht, steht hier am Arsch der Welt, irgendwo oben auf der Minimap, hört die Map schon auf sich anzuzeigen, weil er so weit von der eigentlichen Map weg ist. Und dann kommt die Zeitlupe von der Moab und er trifft natürlich den Trickshot. Die Score-Anzeige rastet aus, da wird gar nichts mehr angezeigt, einfach keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, das Game ist gecrashed, weil ja, einfach ein krasser Trickshot. Ja, der hat es auf jeden Fall jedem gegeben. Also, so einen Trickshot habe ich natürlich auch noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber naja, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt den zweiten Trickshot. Genau, also Platz 2. Der Typ steht hier auch wieder irgendwo in Timbuktu rum. Hat hier natürlich auch den Taktik-Einstieg dabei. Dreht sich mal die Runde und trifft den Trickshot. Kann man mal machen. Da kommt man auch Legend Hand auf die Position. Da war ich bestimmt schon 3 Millionen Mal und den Trickshot habe ich auch schon gemacht. Aber geil, dass er ihn eingesendet hat. Krasses Ding. Easy, würde ich auch wieder sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Genauso wie der erste Platz. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem. Der Typ steht hier auch in Timbuktu auf irgendeinem Haus um, fällt runter, macht da 10.000 Drehungen, ist dann unter der Map und landet den Trickshot und natürlich steht es dann 7.500 zu 0. Also auf jeden Fall legit gemacht, wie er da hochgekommen ist, sei mal dahingestellt. Es war einfach ein perfekter Trickshot, besser geht's nicht. Ja. Natürlich Sarkasmus, Leute. Der hatte einfach krasses Movement und ist da locker flockig hochgekommen und dann einfach krass der Typ. Oh Mann. Also, keine Ahnung, was die Leute da gemacht haben oder warum die uns sowas senden. Wir fanden es einfach nur witzig, wie wir die ganzen Clips gesehen haben, wo die Leute einfach von Timbuktu nach unter die Map springen, dann einen Trickshot landen, dabei noch eine Moab zünden und dann zu genau, Null ja. gewinnen gleichzeitig. Also nicht alles vergessen. In einem. Die Moab muss auch immer dabei sein, da trifft man dann jeden Schuss, wenn die Moab gezündet ist. So, ich bin beim Durchgucken ausgerastet, ich hab mir gedacht, was ist denn das, Mann? Alle Unlegend und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen und haben dann gesagt, jo, machen wir mal so eine Folge mit den ganzen Unlegend-Tipps da. Das ist ja lächerlich, Leute. Also, Leute, nicht ernst, wenn die richtigen Trickshots kommen, dann einfach beim nächsten Mal, weil heute haben wir uns gedacht, machen wir ein bisschen lustiger Folge und so, ihr wisst Bescheid, weil genau. Sowas, ey, sowas sieht man nicht jeden Tag, wo einfach alle von irgendeinem Haus wie behindert runterspringen und dann Trickshots machen. Ja. Naja, versucht ich bitte, sagen, wenn ihr die Trickshots nochmal versucht, dass ihr keine Private Lobbys versucht, dass ihr keine, keine Ahnung, Full... Pre-made Lobbys irgendwie aufbaut und dann versucht irgendwie einen Trickshot zu landen. Das ist langweilig. Das muss schon im Public Game selbst passieren und dann müssen wirklich alle krass ausrasten. Nein. Und das wäre auf jeden Fall geil, weil das sind die richtig geilen Trickshots, die wir wirklich im Public Match erspielt werden und nicht irgendwie Pre-made Lobby und so. Und dann noch dazu vielleicht mit irgendwie Silent Aim drinnen. Das ist richtig low einfach. Und das war da definitiv bei einigen Clips am Start. Ich meine, Moab zünden und so, da trifft man safe den Shot nicht. Naja, Leute, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid.
das war's mit dem heutigen Top 5. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann spritzt mal wieder den Like-Button ab. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.